Wir kommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel FSV Zwickau gegen VfB Germania Halberstadt. Endstand 1:2, 990 Zuschauer wollten das Spiel sehen. Herr Kabinski, Ihre Einschätzung nach dem Spiel hier in Zwickau? Das können wir, guten Tag erstmal, das können wir relativ kurz und knapp machen. Wenn man als Mannschaft aus dem unteren Tabellenbereich, sagen wir mal vorsichtig, zu einer Mannschaft fährt, die bisher noch nichts hergeschenkt hat, also noch nicht verloren hat. Es ist klar, dass man da nicht sagt, wir nehmen ja alles komplett mit. Nach dem Spiel muss ich sagen, die Mannschaft hat 120% gebracht. Ja, das glaubt man manchmal gar nicht, was in den Jungs so drinsteckt. Wir haben von der ersten Sekunde an gearbeitet, geackert, hatten sogar die erste große Chance. Nach der Halbzeit war es irgendwo klar, dass wir in Bedrängnis kommen könnten, was auch geschah. Aber ich bin unheimlich stolz und unheimlich froh, dass wir die Situation, jeder weiß ja, was jetzt die letzten Tage passiert ist, dass wir die so gemeistert haben. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese Stimmung, diesen Rückenwind mitnehmen fürs nächste Spiel gegen Wacker Burghausen. In dem Sinne, schönes Wochenende und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke. Herr Kabinski, dann die Einschätzung von Trainer Thorsten Ziegner von der Heimmannschaft. Letztes Spiel zu Hause in diesem Jahr. Wie geht's dir? Ja, ist natürlich ärgerlich, dass wir unser letztes Spiel in 2014 zu Hause verloren haben. Ich muss allerdings auch klar und deutlich sagen, verdient verloren haben. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht. Viele Sachen, die wir uns eben vorgenommen haben, haben wir nicht so umgesetzt, wie wir es wollen. Es geht damit los, dass Standardsituationen gegen uns eben heute richtig katastrophal waren, untypisch für meine Spieler. Katastrophal waren, wir waren dort nicht enger Mann dran, kommen so auch in Rückstand. Ich möchte da gar nicht so auf diese Offensivsituationen vor dem 0-1 gegen uns eingehen, weil keiner meiner Spieler dabei ist und absichtlich am Tor vorbeischießt, beziehungsweise absichtlich nicht das Tor trifft, sondern das passiert dann auch mal. Wir waren heute nicht so präsent, so frisch, wie wir es gewohnt sind als Trainer, wie es auch die Mannschaft gerne möchte. Zweite Halbzeit geht dann ähnlich los. Wir kriegen wieder ein Standardtor, wo die Zuordnung nicht gestimmt hat, beziehungsweise der jeweilige Gegenspieler nicht eng genug am Mann dran war und laufen dann im 0-2 Rückstand hinterher. Und dass es doch normal ist, dass wir nicht jedes Mal einen 2-Tore-Rückstand aufholen können, das denke ich, versteht auch jeder. Die Jungs haben es trotzdem probiert, haben es versucht, haben bis zum Ende gefightet. Aber man sollte das Glück eben nicht zu sehr erzwingen. Und heute ist es uns halt nicht gelungen, dann nochmal dieses Spiel zu drehen und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht, dass wir eben das letzte Heimspiel verloren haben. Fest steht aber eins, dass uns so eine Niederlage nicht umwirft, dass wir auch nicht daran rütteln werden, dass wir bisher eine gute Runde spielen und unser Ziel ist es einfach jetzt in der kommenden Woche extrem viel Frische zu tanken, die Köpfe wieder so anzuheben, weil sich die Jungs eben auch sehr viel vorgenommen haben, die Köpfe wieder so anzuheben, dass wir unsere letzten beiden Punktspiele sowohl in Babelsberg als auch dann in Plauen so über die Bühne kriegen, dass wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können. Und das Ziel muss es dann eben sein, diese beiden Spiele zu gewinnen. Ob uns das gelingen wird, wird man dann sehen, aber wir werden auf jeden Fall alles dafür geben. Danke. So, die Fragen Ihrerseits an die beiden Mannschaftsverantwortlichen, dann den Trainer und Herrn Kubinski. Gibt es Fragen Ihrerseits? Stellen Sie sie bitte Wolfram Puschmann. Vielleicht noch mal einen Satz an den Gast aus Halberstadt. Sie hatten gesagt, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Nun sind wir ja ein Stück weit vom Harzer Vorland entfernt. Was ist denn passiert, was schlussendlich dazu führte, dass Sie über Nacht fast, möchte ich sagen, den Trainer verloren haben? Es ist jedenfalls so viel passiert, dass wir seit gestern keinen Cheftrainer mehr haben. Das ist passiert und das reicht zu der Situation noch völlig aus, weil es im Moment auch gar nichts weiter zu sagen gibt. Es gibt eine Pressemitteilung und da steht alles drin. Und mehr, wie gesagt, kann und werde ich dazu nicht äußern. Gibt es weitere Fragen? Ob ich bestens informiert bin? Dann sind wir bestens informiert. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr sagen kann, weil ich, wie gesagt, auch bloß die Pressemitteilung kenne. Ich würde mich auch nicht auf so dünnes Eis begeben. Das ist schon okay, gut. Dann gehen wir so auseinander, dass das dünnes Eis ist, okay. Gibt es weitere Fragen an die Herren hier vorne? Das ist nicht der Fall, jetzt bedanke ich mich erstmal eine schöne Hausreise für die Gäste aus Sachsen-Anhalt. Thorsten, für das nächste Spiel alles Gute, Ihnen einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut.